Jawohl, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei unserer Call-Serie Erzähl doch mal. Und bevor wir jetzt gleich unseren ganz besonderen Gast hier heute, den Maurice Mehlhardt aus dem schönen Baggerland, begrüßen dürfen, möchte ich erstmal meine Kollegin aus dem schönen Jever, die Susanne Winter, begrüßen. Hallo Susi. Hallo Gitta, herzlichen Dank für die freundliche Eröffnung heute. Wunderbar, vielen Dank. Und ich gebe also ganz liebe Grüße und ganz viel Liebe nach Wittmund rüber. Und genauso schicken wir beide jetzt ganz viel Freude in das Wangerland. Und zwar zu Maurice Mehlhardt. Jawohl, herzlich willkommen, Maurice. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr, super, sehr gerne, Maurice, weil wir haben ja, erzähl doch mal deine Geschichte, Maurice, weil die ist ja wirklich, ja, besonders. Diese Geschichte schreibst ja auch nur du. Ja, genau. Also es ist angefangen mit 13 Monaten, wo ich geboren wurde, da wurde schon festgestellt, dass ich Krampfanfälle habe, weil meine Mutter hatte im Unterleib Schmerzen. Und die Ärzte wussten nicht, wo es dran liegt. Und wo ich dann geboren wurde, da haben die dann festgestellt, dass ich 24 Stunden Krampfanfälle habe. Und da haben die Ärzte gesagt zu meiner Mutter, wo ich gerade geboren wurde, der Junge, der hat einen Schaden, der wird nie laufen und sprechen können. Und da war meine Mutter natürlich so fertig. Klar. Und da ist dann natürlich mein Opa gleich gekommen und hat dann gesagt, wie kann man sowas zu einer Mutter sagen, wo das Kind gerade geboren wurde. Mhm. Ja, und dadurch haben die mich dann im BL operiert mit 13 Monaten. Ja. Die Operation ging 12 Stunden und dann hatte ich auch ein dickes Auge. Ich hatte Gott sei Dank Glück, das war eine 50-50 Chance, dass ich das überlebe und ich habe es geschafft. Und super. Gott sei Dank. Ich bin auch sehr zufrieden und ja, bin dann auch nach Hohenkirchen in eine Schule gekommen und habe dann die Aufgaben gemacht und alles. Und das war der Realschulstoff und ich sollte ja eigentlich den Hauptschulstoff machen. Aber das Problem war dann, dass ich dann zusammengebrochen bin und dann habe ich mit meinen Eltern darüber geredet und habe dann den Entschluss geschlossen, dass ich dann nach Jever gewechselt habe zur Friedrich-Schlosser-Schule. Genau, das weiß ich noch. Und da hast du dann ja eine ganz tolle, oder war Netzi schon in Hohenkirchen auch dabei? Also Netzi war schon in Hohenkirchen dabei, ab der dritten Klasse und dann bis Schulende. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass ich das geschafft habe. Also Netzi ist ja letztendlich nicht nur deine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Betreuerin gewesen, sondern sie ist ja letztendlich auch jetzt eine Freundin der Familie geworden. Richtig, genau. Die hat auch, macht jetzt was anderes. Ich bin in Bremen, im Berufsbildungswerk. Und darauf bin ich gekommen, dass ich in Jever, dass ich da war ein Berater, der hat dann gesagt, ja, wir haben eine Alternative. In Bremen gibt es ein Berufsbildungswerk. Schau dir das mal an. Da ist ein bestimmter Tag, wo man sich das angucken kann. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe dahin, ich möchte mir das angucken. Ja, ja, und dann kam erst mal eine Stunde, zwei sind wir dann da durchs BBB gelaufen. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich hin, es gefällt mir sehr gut. Und jetzt bin ich schon seit fast 7, 8 Monate da. Wow. Maurice, ich habe, sprich das richtig aus, Maurice, so wird es geschrieben, ne? Maurice oder Maurice? Nee, also geschrieben wird es Maurice, also M-A-U und Maurice ausgesprochen. Okay, alles klar. Maurice, ich habe gelesen, du warst schon mit 9 Jahren, also 2010, in einer richtig bekannten Fernsehsendung, also Stern TV.
Kannst du dich noch an so ganz besondere Sachen erinnern daran? Ja, also wir sind dann nach Köln gefahren, haben dann auch noch Bekannte hier getroffen und sind dann ins Studio gekommen. Und das war total aufregend. Und ja. Das schönste Ereignis, was ich hatte, war, dass ich Günther Jauch privat in seinem Raum treffen durfte. Wow, ja. Super. Echt richtig toll. Toll. Aber Moritz, ja, du hast ja jetzt auch einen Führerschein gemacht, oder? Ja, richtig. Also ich habe jetzt im Juni, habe ich meinen Führerschein ein Jahr. Oh, ey, Glückwunsch. Toll. Mega. Ja, danke schön. Ja, Hammer. Also das ist so. Und deswegen dachte ich, mit Maurice müssen wir sprechen, weil ich finde, Maurice, du kannst anderen Menschen mit einer Beeinträchtigung so viel Mut geben. Und du bist im Grunde auch ein Erfolgsmensch. Nicht im Grunde, du bist ein Erfolgsmensch, weil du mit diesem Gen im Grunde auch geboren worden bist, auf die Strecke zu gehen. Ne? Also deine PS echt auf die Straße zu bringen. Du machst alles das, was du möchtest, wofür du dich interessierst, und jetzt zum Beispiel lebst du eigenständig in Bremen, fährst dorthin, machst das, obwohl ich dich ja sehr, sehr viele Jahre kenne und weiß, dass du ein absoluter Familienmensch bist. Richtig. Ja. Ne? Toll. Also Mama, Papa, Familie, Oma, Opa, es ist alles immer ja bei euch drumherum. Genau. Wow, super. Maurice, was sind so deine Ziele eigentlich noch fürs Leben? Hast du da ganz besondere Ziele, die du noch erreichen möchtest? Ja, also ich bin ja jetzt in Bremen im Berufsbildungswerk und mein erstes Ziel ist erstmal die BVB fertig zu bringen und auch zu schaffen, weil es gibt auch ein Ergebnisgespräch und da wird besprochen, ja, ob ich für eine Ausbildung geeignet bin. Und ja, natürlich jetzt durch diese Krise ist es natürlich verschoben. Aber mein Ziel ist erstmal BVB und dann in der Ausbildung. Und ich mache dann Büro, Kaufmann für Büro, Management ist es nicht. Aber ich mache hier die Teilausbildung. Und die geht entweder 2 Jahre oder 3 Jahre. Und dann habe ich die Ausbildung geschafft und da arbeite ich drauf hin. Wow. Also wir drücken ganz fest die Daumen auf jeden Fall. Und du wirst das schaffen. Da bin ich mir sicher. Dankeschön. Ja, da bin ich mir auch komplett sicher. Also wirklich. Maurice, erzähl doch noch mal ganz kurz, wie wir beide uns überhaupt kennengelernt haben. Ja, also ich habe mal so im Internet geforscht und dann habe ich gedacht, da ist eine Tanzschule in Jever, da möchte ich mal gerne hin. Und dann war da eine Gruppe, das heißt Inklusion. Und da habe ich dann Susi kennengelernt und habe mir das mal angeschaut, habe auch schon mal mitgemacht und war total happy, dass ich dann, dass mir so viel Spaß macht. Und da habe ich dann auch, war ich auf der Bühne und alles. Ja, und das hat mir auch so Spaß gemacht. Aber jetzt durch Bremen ist es natürlich schwierig, dass ich das dann machen kann. Und ja, aber schönen Dank, dass ich bei dir tanzen durfte. Sehr gerne, mein Schatzi. Also das Ding ist ja tatsächlich, mittlerweile geht es ja gar nicht mehr bei mir, dass du bei mir tanzen kannst, weil ich habe ja die Tanzschule letztendlich zur Seite gelegt. Ich mache ja nur noch so Bewegungskurse, damit ich mich fit halte und damit man natürlich auch gesund bleibt. Ne? Das ist ja auf jeden Fall. Aber über die Tanzerei haben wir natürlich auch deinen Bruder Philipp kennengelernt. Philipp hat genau. Dann ist Trainer gewesen in der Academy of Dance, hat dort dann auch Gruppen übernommen. Dann haben Mama und Oma immer Salate gemacht, wenn wir Auftritte hatten. Papa und Opa, die waren im Bühnenbau tätig. Also wenn man Familie Mehlhardt aus dem Wangerland kennt, dann weiß man, dass sie sehr, sehr herzlich sind und das Herz ist da so groß geschrieben und das finde ich total toll. Super. Danke. Super schön. Maurice, du hast schon mal die Gelegenheit bekommen, mit einem Delfin zu schwimmen. Richtig.
Das, also da läuft mir das kalte Rücken runter. Also so schön, so richtig schön. Das ist also auch ein Traum von mir und meiner Tochter, die ist 20. Aber ich glaube, das schaffen wir auch irgendwann. Aber das war was Besonderes. Oder kannst du das erzählen, was für ein Gefühl das war, wenn man so einen Delfin berühren darf? Ja, also das ist so. Also das ist was echt Tolles. Es ist ein tolles Erlebnis, was man da mit den Delfinen hat. Und durch die Berührung, zum Beispiel ich jetzt mit meiner linken Hand, ich habe eine einseitige Lähmung. Und durch die Berührung des Delfins habe ich dann, man weiß nie, wie das geht, aber durch die Berührung habe ich dann meine linke Hand hat sich dann gelockert und die war dann nicht mehr so verkrampft. Wow. Echt, also da merkt man auch, dass die Tiere wahrscheinlich unterbewusst ein ganz viel Energie und auch Kraft geben, oder? Ja, genau. Also die Delfine sind darauf trainiert, auf sowas. Und ja, es hat auch einen sehr, sehr guten Erfolg gemacht. Und ich hatte auch wirklich einen guten Delfin. Würdest du das nochmal machen wollen? Ja, sehr, also auf jeden Fall. Ich würde es nochmal machen. Und ja, es ist wirklich so, wenn man jedes Mal, es ist natürlich sehr teuer, aber wenn man das nochmal macht, also da ist auf jeden Fall nochmal so ein Erfolg zu sehen. Toll. Also Maurice, mehr geht doch bald gar nicht, oder? Also ich habe noch nie erlebt, mit einem Delfin zu schwimmen. Aber Gitter, das ist eine gute Sache. Das packen wir auf unser Vision Board. Und das machen wir nochmal. Maurice, dann musst du mit. Genau, da bin ich bei. Ja, genau. Maurice, hast du noch irgendetwas, was du ganz besonders in die große, weite Facebook-Welt setzen möchtest? Gibt es da irgendwas noch? Ja, also ich möchte gerne mit Gleichgesinnten, also die das auch haben, möchte ich gerne meine Erfahrung teilen und auch Mut machen. Man soll nicht aufgeben, immer Schritt für Schritt, dann erreicht man sein Ziel. Und ja, weiter so, also wer auch so eine OP hatte, ganz, ganz viel Kraft und immer üben. Ich glaube an denjenigen. Yes. Toll. Maurice, vielen lieben Dank, dass wir einen Teil aus deinem Leben erfahren durften. Ja, sehr gerne. Dank. Prima. Bevor wir das aber jetzt beenden, Maurice, gibt es auf Facebook eine Kontaktadresse von dir, wo man dich dann anschreiben kann? Ja, also einfach meinen Namen eingeben, Maurice Mehlhardt. Mhm. Und dann mich einfach anklicken und dann kann man mir per PN eine Nachricht senden oder ich habe eine Gruppe gegründet, wie man mit Hemiparese lebt. Da könnt ihr dann eingeben, Leben mit Hemiparese. Und dann kommt ihr zu der Gruppe und da könnt ihr gerne reinschreiben. Das klingt nämlich fantastisch, wunderbar. Das soll nämlich auch so sein, weil ich denke, der ein oder andere, der das jetzt sieht und hört und sagt, Mensch, da kenne ich auch jemanden, ihr wollt euch gerne verbinden und vernetzen und du bist dann letztendlich die Kraft, die das Ganze nach vorne schiebt. Sehr schön. Danke. Gut, Gitta, wir sagen für dich, Maurice, vielen herzlichen Dank. Gitta hat das gerade schon gesagt und das war ganz toll, auch mit den Worten. Ne? Danke, dass wir ein Teil deiner Lebensgeschichte heute sein durften. Also, wir sagen insgesamt Tschüss. Ja, genau, tschüss. Vielen Dank. Und ja, mach weiter so. Ja, danke schön. Genau. Also, bis dann. Tschüss. 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 Alles Liebe.